Herzlich willkommen zu Let's Play WWE 2K16. Ja, Leute, Six-Man Battle Royale, extrem interessant. Alle gegen alle, glaube ich. Ja, alle gegen alle, Leute, alle gegen alle. Das wird spannend. So, wollen wir mal direkt zum Event simulieren. Uiuiui, alle gegen alle ist das. Das wird richtig übel. Da ist John Cena dabei, da ist Rusev dabei, da ist dieser O'Neill, wie der Kerl heißt, dieser Schwarze dabei. Spannender kann es eigentlich gar nicht werden, Leute. Mit John Cena, ey, einer meiner Lieblingswrestler. So, kommt mal alle rein. Wir machen Gruppenkuscheln. Okay. Können wir raus? Wieso geht der Schwarze auf mich los? Ich will mal raus. Geh raus. Hallo, ich will raus. Ey, was soll der Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Ich will raus. Ich will raus. Ey, ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch einfach irrsinnig hier wieder, ey. Was soll der Mist? Boah, wie soll man denn hier den Überblick bewahren? Das Match kann so lange dauern jetzt. Wer weiß, ob ich irgendwelche Schnitte ziehen werde, Leute. Ach du Scheiße. Ich will raus. Wir können nicht raus, oder was? Wie das immer aussieht, wie jeder aufeinander zuschlägt. Wie in so einem Irrenhaus. Echt bescheuert. Können ja jeden eine reinhauen. Nein, jetzt geht John Cena auf mich. Ich habe den falschen Gegner gesucht, glaube ich. Zwei Stück auf mich, ist klar. Geht beide auf mich, ist klar. Ach du Kacke. Guck mal, der Schwarze macht Kniebeugen. Der macht Kniebeugen. Ach du Scheiße. Bescheuert sowas, echt, also. Ich finde das so lustig gerade. Ups. John Cena hat abgewehrt. Autsch. Ich bin mal gespannt, wer am meisten kassiert hier von allen. Ehrlich jetzt. Autsch. Wo ist der Schiedsrichter überhaupt? Wo ist der Schiedsrichter? Der ist gar nicht hier. Der ist gar nicht dabei. Oh oh. Mist, Mist, zähl doch ab. Leute, haut dem noch eine rein. Alter, was geht? John Cena haut mir richtig eine rein. Ja, kannst du vergessen. Oh Gott. Der hat mich rot verprügelt, der Kerl. Das lasse ich mir nicht so schnell gefallen mit dem Kerl. John Cena ist so stark, dieser Kerl. Ohne Spaß, John Cena ist einfach heftig. Wenn er dann noch die einen FU raufhaut, dann ist echt vorbei. Scheiße, zu früh. Oh mein Gott. Was? Sind wir jetzt... Ich bin raus. Komm, wir schauen uns das trotzdem an. Wer gewinnt? Ey, John Cena ist einfach zu krass, ehrlich jetzt. Das ist so krass. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Echt mal. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, John Cena gewinnt.
Wie die sich alle gegenseitig nicht treffen. Das sieht so witzig aus. Und was macht John Cena? Was macht John Cena? Er zählt den ab. Wie alle, fast schon alle rot sind, außer John Cena. Wahnsinn, ey. Komm, hau meine rein. Und, boah. Also ich beobachte gerade diesen Bad News Barrett. Also dem sieht's echt, also dem geht's wirklich schlecht. Ich frage mich echt, wer gleich gewinnt. Die hauen sich alle gegenseitig, Signatures, Finisher und alles mögliche rein, ey. Okay, der nächste ist raus. Rusev ist raus. Oh mein Gott, ey, John Cena rastet aus. John Cena rastet echt aus, Leute. Ihr müsst mal darauf achten, wie er jedem eine reinhaut, ey. Das ist einfach krank. Der ist so gut. Wahnsinn, ey. Das ist einfach krank. Oh, knapp. Knapp, John Cena, knapp. Wahnsinn. Wir haben echt am Anfang Fehler gemacht. Wir haben einfach John Cena genommen. Gegen John Cena kann man nicht so leicht gewinnen. Der ist mindestens so gut wie Undertaker. Das ist einfach verdammt schwierig auch, dann zu gewinnen. Oh Gott, da hat John Cena kassiert. Oh Gott, jetzt kassiert John Cena auch. Was? Der will John Cena direkt abzählen. Oh Gott. Wie blöd der Schwarze ist. Der kann auch gar nicht treffen. Der wollte gerade einen Fußkick machen und hat ihn aber nicht getroffen. Der Schwarze ist echt witzig. Der Schwarze ist wirklich witzig. Oh mein Gott, Leute. Der Schwarze lässt sich nicht so schnell abzählen. Macht er nicht. Was? Der Schwarze hat sich abzählen lassen. Was ist er denn für einer? Was war das denn? Das war ja mal ein Witz. Habt ihr es gesehen? Der Schwarze hat sich so krass abzählen lassen. Jetzt mal ohne Spaß. Der Schwarze hat sich so krass schnell abzählen lassen, der hatte alles noch. Nee, ich glaube, John Cena gewinnt das Ding hier. Wirklich, das sieht echt danach aus. Der hat einen Signature, der hat alle Reversal voll. Der hat relativ viel noch von seinem Leben, von seinen Lebenspunkten. Ach du Kacke. Wobei man auch sagen muss, ne? Bad News Barrett haut auch gerade rein. Aber nee, ich will das jetzt nicht so sagen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Roman Reigns, jetzt noch die beiden, nur noch die beiden. Okay. John Cena gegen ihn. Wer gewinnt? Ich sage John Cena. Was sagt ihr? Schreibt es doch gerne in die Kommentare.
question now is stamina. So damaging. Oh nein. You can get back to your feet after a move like that. At this stage of the match, you're still struggling to find your balance. Was zum Teufel? Komm schon. Was ist mit John Cena los? Wehe, der lässt sich jetzt besiegen. Das war nämlich meine Wette. You know, Michael, another part of Roman Reigns' personal life is that he is the son of WWE Hall of Famer. Ouch. Ouch, 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 ouch. Oh mein Gott, John Cena, was ist da los? Nee, 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 so schnell lässt er sich, glaube ich, nichts untergehen, ne? Alter. Komm schon. Alter. Ja, er wehrt ab. Endlich. Was zum Teufel? Ja, jetzt, jetzt, komm, hau ihm doch eine rein. Jawohl. Boah, jetzt zähl. Zähl ab. Eins. Ja. War so klar. Wahnsinn, ey. Was für ein Kampf ohne Spaß. Weil ich muss sagen, ich habe das auch erwartet, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Weil der hat am Anfang schon so aggressiv gespielt. Heftig, ey. Der ist richtig übel, ey. Ich will mal echt gegen den mal kämpfen. Ich will mal wirklich gegen den kämpfen. Ich finde John Cena so übel. Und sorry, wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwas hören solltet. Das ist bestimmt ein Vogel oder so, weil das Fenster auf ist. Also. Ich bin bereit, einen Singles-Titel zu gewinnen. You know? So. Unglaublich. Also ich bin echt ein bisschen überrascht hier von dem Ganzen. Echt, ich bin sehr, sehr überrascht. Heftiges Spiel, ey. Heftiges Spiel. Ich bin gespannt, gegen wen wir nächstes Mal kämpfen müssen. Jetzt mal ehrlich. Das hätte echt Spaß gemacht. Oh, Survivor Series ist nächstes Mal wieder. Deine Beziehung zu Seth Rollins hat sich verschlechtert. Sollen sie doch. Vielleicht kriege ich irgendeinen neuen Partner. Oh, Match des Abends. Schaut mal, gegen wen wir kämpfen müssen. Eric Rowan, Normalmatch. Das sehen wir dann alles in der nächsten Episode. Vielen Dank wieder fürs Mitschauen. Und bis dahin.